Hallo, wir sind Emil, Jurike und Ben und wir erklären euch heute, was Mobbing ist. Hans und Frank haben einen Konflikt. Frank bringt seine Freunde dazu, Hans auch doof zu finden. Das ist ein Beispiel für den Beginn von Mobbing. Doch wann gilt ein Konflikt eigentlich als Mobbing? Von Mobbing spricht man, wenn eine Person über längere Zeit immer wieder von mehreren Leuten geärgert oder ausgegrenzt wird. Beim Mobbing gibt es keine Unbeteiligten. Sprich, wenn du beobachtest, wie jemand gemobbt wird und du nichts unternimmst, duldest du das Mobbing. Aber was kann man gegen Mobbing tun? Du kannst zu einem Erwachsenen gehen und ihm die Situation erklären. Das ist kein Petzen. Oder ihr könnt euch zusammentun und die Mobber gemeinsam stoppen. Du kannst aber auch zu der betroffenen Person gehen und ihr direkte Hilfe anbieten. Aber das Wichtigste ist, dass ihr rechtzeitig einschreitet, sodass es noch nicht zu spät ist. Also wenn ihr seht, dass Hans noch einmal gemobbt wird, schreitet ein und beendet es.